Hallo, ich grüße euch. Ihr wisst ja, wir haben am 25.02. diesen Jahres eine Wählervereinigung gegründet, nennt sich Einiges Deutschland. Geht ein bisschen zurück auf Bismarck, wo er gesagt hat, wenn die Deutschen sich einig werden, dann schlagen sie den Teufel aus der Hölle. Und da wir ja wissen aus meinen Videos, dass auf dem alten Bundespersonalausweis, wo hinten der Teufel drauf war, also Baphomet auf dem Perso, guckt einfach mal bei Google, wisst ihr ja, wenn wir hier da rausschlagen müssen, nämlich den Satanismus, der hinter der Bundesregierung dafür sorgt, dass die Menschen ja terrorisiert werden, dass mit Mikrowellen machen, die Leute angegriffen werden. Wir hatten also heute wieder eine ganz starke Bewellung, haben alle ziemliche Kopfschmerzen hier, alle die auf der Baustelle sind, also irgendwas läuft hier schief. Es ist nicht zu verstehen, warum Putin sich das anguckt, warum er den Gorbatschow als Verräter der Wende, man muss es heute aus heutigem Wissen so sagen, er hat ja keine Einheit geschaffen, er hat sie ja verhindert. Er ist ein Club of Rome-Mitglied und Putin versucht gerade aufzuräumen, aber er macht das eben wieder nur in seinem Land und nicht in dem Land, wo er auch eine Mitverantwortung hat, nämlich Regierung Merkel, die hier versucht, eine gefährliche Situation in Europa herbeizuschwören. Die Bundeswehr macht momentan Übungen für Häuserkampf, hat sich also eine eigene Stadt geschaffen, um das nachzustellen, weil angeblich 35.000 ISIS-Kämpfer in Deutschland als Sozialhilfe bedürftige Flüchtlinge untergetaucht sind. Da hat also eine ganze Armee hochgefrachtet. Muss man sich mal überlegen, was da von der Logistik dahinter steckt und vor allen Dingen, wer das will. Na, das ist also Rot-Grün und die Regierung Merkel. Die haben die Leute ja reingeholt und die sorgen für eine angespannte Sicherheitslage, dass die Bundeswehr im Prinzip zu Notfallplänen greifen musste und hat also jetzt Übungen im Häuserkampf gemacht. Und wir sind ja diejenigen, die rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier eine gefährliche Situation entsteht, dass also ausländische Bankster versuchen, hier uns das Land zu stehlen, also in Medina Weimar zu gründen, um sozusagen die illegale Weimarer Verfassung zu legitimieren. Also die unterschreiben das einfach, statt dass das deutsche Volk das will, ne, weil die ist nicht unterschrieben, nicht gültig. Und auch das ganze Wahlrecht kennt ihr ja. Ne? Es ist ja alles vom Bundesverfassungsgericht vom nicht gesetzlichen Gesetzgeber erklärt worden. Das heißt also, es ist Willkür oder es ist notstandsrechtliche Anordnung, aber es gibt ja für die notstandsrechtliche Anordnung überhaupt keinen Grund. Ne? Also wenn wir feststellen können, wer welche Staatsangehörigkeit hat, dann gilt die gesetzliche Regelung. Die Bundesregierung darf das auch nicht aufheben. Die ist nur eine Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. In dessen Rechte Pflichten, das heißt also der Geldverkehr und der Zoll und Schutz der Außengrenzen, das ist so das Aufgabengebiet, aber es ist nicht das Aufgabengebiet, uns die Staatsangehörigkeit zu stehlen, uns die Autos und die Grundstücke und das Eigentum zu stehlen, das darfst du nicht. So, und das macht sie aber, weil die Leute halt, die in der Regierung sind, über ihre Verhältnisse gelebt haben, mehr Geld ausgegeben haben, als ihnen als Beamter für die Verwaltung zusteht und jetzt irgendjemand das bezahlen muss. Sie haben sogar Gelder an die EU verschenkt, obwohl sie es nicht dürfen. Dinge. Und irgendwann ist dann mal Schluss, weil alle anderen in der EU kein Geld mehr haben. Jetzt soll noch Griechenland entschuldet werden, das kann nicht funktionieren. Und jetzt gehen natürlich die Anschläge los, weil die eingeschleppten 35.000 ISIS-Kämpfer mit dem Flüchtlingsstrom natürlich jetzt Probleme machen, die ersten Anschläge verüben. So, und das werden vor allen Dingen eben auch die Menschen zu spüren kriegen, die immer gesagt haben, so geht doch gut, wir haben doch Schafe, wir haben Hunde, wir haben ein Haus und haben ein Auto und oh, ist doch schön. Und Bundesrepublik ganz toll. Ja, noch das, was ihr euch angehäuft habt, an sogenannten Reichtum, werden wir euch dann abholen. Und je dichter man besiedelt lebt, desto gefährlicher lebt man. Das ist nur halt mal eine Sache. Weil die Bundeswehr ja schon gesagt hat, sie können die Großstädte nicht sichern. Also wird mit ihrer schweren Technik nicht reinkommen. Also wenn der ISIS dann im Prinzip tätig wird und Leute dann reihenweise terrorisiert, also wie es in gängigen Videos im Internet gucken kann, wie die mit den Leuten umgehen, Köpfe abschlagen, ähnliche Dinge, ist die Gefahr, wenn es die Bundeswehr ernst nimmt, natürlich auch von unserer Seite aus ernst zu nehmen. Aber wir haben ja, wie gesagt, seit 2004 vor der Situation gewarnt, haben auch entsprechende Veröffentlichungen gemacht, auch das schriftlich fixiert, dass keiner sagen kann, wir haben es ja auch gar nicht gesagt, wir haben es gesagt, wir haben es auch hinterlegt. Ja, das liegt also an sicherer Stelle verwahrt von 2004, 2006 und so weiter. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass wir uns alle eine neue Staatsangehörigkeit, nicht die neue, sondern die wirkliche Staatsangehörigkeit besorgen müssen. Das funktioniert aber nicht mit dem gelben Schein, weil der gelbe Schein die Abgabe der Bundesstaatsangehörigkeit ist, sondern wir müssen das machen, wie damals der Amtmann gearbeitet hat.
Und da gibt es also viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie kann man denn die Handlungsfähigkeit des Kaiserreichs wiederherstellen. Da sagt die Bundesrepublik, das sind die bösen Reichsbürger. Nee, die Reichsbürger sind die Bundes, die in der Bundesrepublik wohnen und also als Deutsch haben. Das sind die Reichsbürger. Wir wollen ja an das staatliche Recht zurück. Na, wir wollen in das Recht zurück, was auch die Bundesrepublik als Staat anerkennt. Wenn man das Ausverlegungsdatum vom Staatsangehörigkeitsgesetz reinguckt, steht drin 22.07.1913. Und damit sagt die Bundesrepublik, das Kaiserreich ist der Staat. Jetzt müssen wir natürlich rauskriegen, wenn wir Staatsangehörige werden wollen, wie kommen wir an die Staatsangehörigkeit vom Kaiserreich. So. Die steht uns zu, aber sie steht leider nicht im Ausweis. Ne? Also durch die Geburt eines Bundesstaates erwirbt man die Bundesstaatenangehörigkeit, wenn die elterliche Linie in zwei Generationen dort geboren ist. So. Also die väterliche Linie. Ne? Und wenn das nicht entscheidbar ist, zum Beispiel bei unehelichen Kindern, dann geht es nach der mütterlichen Linie. Und das könnt ihr alles im Rustag nachlesen. Aber bitte im Originaltext, nicht in der gefälschten Version, die Stack heißt und nicht amtliches Inhaltsverzeichnis hat. Also das ist unter Putschregierung Ramacher Blick verfasst. Das ist ungültig. Kein gültiges Gesetz vom gültigen Gesetzgeber. So. Und wenn man dort nachlässt, sieht man genau, wie die Verfahrensweise ist. Und damit die Staatsangehörigkeit festgestellt werden kann, braucht man eine Wahlkommission. Ne? Früher wurde dann, hat der Amtmann gesagt, ja, wer wäre denn bereit und würde das machen? Und da haben sich dann ein paar gemeldet und die haben dann im Prinzip durchs Dorf die Aushänge gemacht, haben die Leute gezählt, die da wahlberechtigt sind. Und dann wurde das in Listen geschrieben und dann wurde gewählt und dann wurde der Amtmann, der Richter und so weiter, wurde dann gewählt. Und das brauchen wir eben heute auch, damit wir die nach den staatlichen Prinzipien der Staatsangehörigkeitsfeststellung eben die Staatsangehörigkeit feststellen kann. Die können dann wählen und die müssen dann einen Verweser wählen. Ja, der Verweser ist da der Verwalter, der im Prinzip die Siegelrechte hat. So, und wir hatten dann gesagt, da es keinen Amtmann gibt, der das anstoßen kann, müssen sich also die Leute auch so melden, dass sie sagen, wir machen das. Dann gründen die Wahlkommission, ja, und müssen dann im Prinzip dann sich einen Amtmann bestimmen, der dann das ausfertigt. So, und der Einzige, der jetzt in der Lage wäre, nicht von irgendeinem Partei oder von Wählervereinigung abhängig zu sein, sind im Prinzip die Schiedsgerichte der Wahlkommissionen. Ja? Die sind in der Lage, als völlig neutral, die können weder gewählt werden, noch können sie selber antreten, die werden in der Lage, die Siegel auszustellen. So, und dafür müssen wir jetzt ein Referendum machen, dass diese Organisationen im Prinzip die Unterlagen prüfen und die entsprechenden Siegel auf diese Heimatscheine machen. Und mit diesen Heimatscheinen kann man dann wirklich wählen und dann ist diese Wahl auch wirklich gültig. Das wäre dann übrigens die erste seit 1955, die wirklich dann nach staatlichen Prinzipien durchgeführt worden ist. Und wir wissen ja, dass es davor auch keine staatlichen Wahlen gab, weil davor war Kriegszustand. Bis Sommer 1955 hatten die Alliierten offiziell Krieg. Haben also nach dem Krieg fast mehr Menschen umgebracht wie vor dem Krieg. Und durch Verfolgung, durch Plünderung, durch sexuelle Übergriffe und so weiter. Und wie gesagt, sind dann die Kriegswirren eben. Und Rheinwiesenlager, man kennt ja die ganzen Sachen. Und davor war es natürlich auch nicht, weil von 1933 an Ermächtigungsgesetz ungültig und Nationalsozialismus ist auch kein gesetzlicher Gesetzgeber. Also ohne Ermächtigungsgesetz kann man keine Gesetze ausfertigen. Davor war Weimarer Republik und der Nationalsozialismus ist auch nur die Fortsetzung der Weimarer Republik. Befinden wir uns dann also in der Weimarer Republik und die Weimarer Republik geht los am 28.10.1918, nämlich die Übertragung, die angebliche Übertragung der Ausfertigungsrechte für Gesetze an den Reichstag. Das hat der Kaiser nie bestätigt, noch hat er Abtretungsurkunde unterzeichnet, sondern das ist ein Fake. Es gibt also zwei Abtretungsurkunden mit unterschiedlichen Aussehen, da ist also schon klar, dass es eine Fälschung ist. Und der Kaiser hat das nie übergeben, die Ausfertigungsrechte, auch bis 1941, wo er in Berlin gelebt hat, nicht übergeben. Also das heißt, der Kaiser hat immer noch die Ausfertigungsrechte, aber lebt natürlich nicht mehr. Das heißt, es muss ein Verweser eingesetzt werden, der im Prinzip die Ausfertigungsrechte für den jeweiligen Bundesstaat übernimmt. Und dann müssen sich diese Verweser dann zum Staatenbund wieder neu zusammenschließen. Ob die dann wieder die gleiche Flagge nehmen, das ist dahingestellt. Entscheidend sind, dass die Staatsangehörigkeiten aus den Bundesstaaten kommen. Das heißt, für die einzelnen Bundesstaaten brauchen wir jeweils eine Wahlkommission. Das wollen wir morgen machen. Und wer aus nördlich ist, also Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein,
Das ist noch da oben Mecklenburg-Vorpommern, auch Ostpreußen und Ostgebiete und so weiter. Die können dann morgen mit dazukommen. Die müssten dann mich aber mal heute noch anrufen. Also heute ist ja der 24. Morgen, würden wir uns dann treffen. Heute Abend trifft sich das Orga-Team, soll dann nochmal feststellen, wer von den Leuten dann eingeladen wird, nochmal per Telefon. Die kriegen dann den Veranstaltungsort am Telefon mitgeteilt. Das müssen wir machen, weil wir jetzt schon mal Androhung hatten, dass uns der Antifa und irgendwelche Spinner überfallen wollten. Deswegen steht auf unseren Einladungen kein Veranstaltungsort, nur der Tag und die ungefähre Richtung. Also wir treffen uns in Berlin morgen. Ihr werdet dann am Sonntagabend eine Live-Sendung sehen. Da werde ich dann davon berichten, was wir haben. Im Süden ist schon alles gegründet, haben wir also die Wahlkommissionen schon, da haben wir also schon die Regionalverbände, die selber sich untergliedern können, alles schon fertig, nur der Norden fehlt noch. Und das wollen wir dann morgen machen. Also wer noch Lust hat, mit dazu zu stoßen, auch die Erklärung zum Mitgliederantrag unterschreiben will, das wäre Voraussetzung, um die Einladungsdaten zu bekommen, der müsste das dann, naja, ich würde sagen, heute Abend so zwischen 19 und 20 Uhr allerspätestens auf Fax legen. Faxnummer von kaiserrundfunk.com wäre entscheidend. Das ist die mit der 74 hinten dran. Dort müsste das Fax sein. Und dieses Dokument müsste dann am Veranstaltungstag mit vorgelegt werden und eigenhändig unterschrieben. Weil ohne eigenhändige Unterschrift gibt es dann keinen Einlass. Wir sind mitten in der Gründung einer Veranstaltung und die Mitglieder haben die Satzung schon geschlossen. In der Satzung steht die Verfahrensweise schon drin. Also die jetzt noch dazustoßen, müssten sich halt dem unterordnen. Das ist zum Schutz für uns alle notwendig, weil wir wollen keine Übergriffe. Ihr wisst ja, dass einige Leute übel überfallen worden sind, obwohl sie hier nur rechtsstaatliche Verhältnisse wollten. Dass sie sich natürlich in Unwissenheit mit dem gelben Schein und mit irgendwelchen Erklärungen gegenüber der UN eben doch ein bisschen in den Weimarer Blick reingewirkt haben und dadurch eben der Übergriff zustande kam, das ist halt dem Unwissen geschuldet. Man kann nicht fehlgehen, wenn man es genauso macht wie der Amtmann am 27.10.1918. Da kann man nicht fehlgehen. Und wenn man, selbst wenn man noch erfährt, der Amtmann hat dieses und jenes auch noch gemacht, dann macht man das eben auch noch. Aber sobald klar ist, was er gemacht hat, ist es nichts Schwieriges, nichts Schlimmes, das genauso zu tun, wie er das am 27.10.1918 gemacht hat. Und das ist das sicherste und sauberste und am wenigsten angreifbare Konzept, was es überhaupt bei allen Versuchen, die es gegeben hat, gibt. Die Fortsetzung dessen, was durch einen Putsch aufgehalten worden ist. So, das ist im Prinzip die notstandsrechtliche Geschichte von 1913-14. Wenn die Handlungsfähigkeit des Staates in Gefahr kommt, muss ein Notstandsleiter bestimmt werden, der die bestmögliche Einhaltung der Gesetze, und zwar bezogen auf den 27.10.1918, absichert. So, und dessen Entlastung macht seine Handlung zum Gesetz. So, diese Entlastung muss dann von dem Frau Weser kommen, der sich dann anguckt, ist das alles ordentlich gelaufen. Der muss also gucken, ob die Wahlkommission richtig entschieden haben. Wenn in bestimmten Kreisen, Orten das nicht so war, muss dann nochmal nachgewählt werden, aber im Großen und Ganzen wäre das Gebiet dann handlungsfähig. Und das wollen wir eben dann für den 25.03. in Berlin machen. Und zwar für Berlin getrennt von Brandenburg. Das ist ganz wichtig, weil in Berlin, in Groß-Berlin noch das Kaiserreich handelt. Das braucht eine eigene Wahlkommission, hat auch ein eigenes Siegelrecht. Ja? So, das ist das, was wir morgen vorhaben. Es wird, wenn genug Mitglieder da sind, auch eine Untergliederung geben in die vier Besatzungszonen, die immer noch existieren. Überleitungsvertrag Berlin, einfach mal lesen. Und dann wird die Wahlkommission sozusagen nochmal für jede Besatzungszone nochmal einen Verantwortlichen benennen. Na, es wird eine große Wahlkommission geben, weil Berlin heißt nur durchgängig, also als Kaisersicht ja nie geteilt worden, sondern Besatzer hat es geteilt. Deswegen gibt es dann also vier Verantwortliche, aber eine große Wahlkommission, die sich dann entsprechend die Arbeit aufteilt. Na, das haben wir das dann natürlich in den Grenzen ein bisschen organisiert, ist klar, aber das ist die große Vorgehensweise. Morgen um 10 geht's los, ab um 9 ist Einlass. Wer sich das überlegen will, müsste also heute bis allerspätestens 20 Uhr seinen Antrag auf das Fax gelegt haben. Die Internetadresse ist einiges-deutschland.com. Und wenn wir uns alle einig wären, wisst ihr ja von Bismarck, dann schlagen wir den Teufel aus der Hölle. Und der Teufel ist derjenige, der uns ja anbietet mit der Staatsangehörigkeit Deutsch, die uns irgendwas machen, dass es einen Volkswille gegeben hätte, hier irgendwelche Terroristen einzuladen. Sowas hat es nie gegeben. Es gibt niemand, ich kenne niemanden, der das irgendwie befürwortet hatte. Alle sind der Meinung, dass wir in einem korrupten System leben, was sich Leute durch Betrug und Erpressung von Entscheidungsträgern
unter den Nagel gerissen haben. Das ist einfach der Fakt. So. Und da ja einige hohe Entscheidungsträger jetzt das endlich mal offengelegt haben, wie sie erpresst worden sind, dann sieht man auch, dass das System jetzt entsprechend wackelt und brüchig wird und sich die Entscheidungsträger auch jetzt zusammenfinden und sagen, wir sind ja alle hier betroffen worden und haben alle Erpressungen erlebt, die einen eben mit Kinderpornozeug und der anderen eben mit Veruntreuung und dann wieder anderen mit irgendwelchen krummen Reisegeschichten und Bevorzugungen. Irgendwie hat man sie alle gekriegt, sie sind ja letztlich alle Betroffene, aber sie müssen sich einmal zusammentun und müssen die Sache einem klarstellen. Und dann bleibt natürlich nur der eigentliche Täterring übrig und da kann ich euch schon sagen, dass der hauptsächlich aus der Seilschaften, der ehemaligen Seilschaften SED besteht, weil sie haben im Prinzip Folgendes gemacht, die haben die Gesetze der DDR, die die Volkskammer in Nachtsitzungen eilig beschlossen hatte, ohne sie zu verstehen, im Prinzip dazu benutzt, um eine mehrere Anwaltskanzleien zusammenzuschließen, die die DDR unter dem Deckmantel der nicht nach außen, also die haben ohne Außenwirkung mit Anwaltskanzleien die DDR weitergeführt und die BRD ist der DDR beigetreten und nicht umgedreht. Deswegen hat man den Artikel 23 gelöscht. Das ist aber erst in den letzten Tagen rausgekommen. Wir haben leider noch keine Beweise aus zweiter Quelle, aber das, was uns vorliegt, deutet darauf hin, dass hier Seilschaften der SED schon mehrere Jahre vor der Wende im Prinzip diese Wende organisiert haben. Und das ist auch unsere Erfahrung. Bärbel Bohley und Diestel, wie sie alle hießen, die kannte niemand. Die haben in der Friedensarbeit nie eine Rolle gespielt. Die waren plötzlich da und dann wurden die von Politikern verführt. Das ist also ein Betrug, der im Prinzip vom Ausland aus gesteuert worden sind und uns das Volksvermögen und auch das Land und auch ja, im Prinzip das Land zu stehlen. Ne? Die verhindern, dass wir im Prinzip in die Reparation des Ersten und Zweiten Weltkriegs kommen. Also sozusagen uns eine Kriegsschuld andichten. Aber der Kaiser hat nicht im Zweiten Weltkrieg einen Krieg geführt und im Ersten war er nur Bündnispartner Österreich-Ungarn. Und die müssen sich mit Serbien auseinandersetzen. Das hat mit uns gar nichts zu tun. Wir sind da reingezogen worden und von einer Kriegsschuld in dem Sinne kann man hier nicht sprechen. Ja, und dass der Hitler gegen den Besatzer der Sowjetunion, also Hitler selber Besatzer des Kaiserreichs war, weil der Kaiser hat ihm keine Regierungsgewalt übergeben, also kann er auch keine Gesetze ausfertigen, alle ungültig, die er gemacht hat. Hat zwar die Weimarer Republik versucht, ein bisschen zu beenden, aber im Prinzip hat er ja keinen neuen Staat gegründet. Also die Bundesrepublik, die uns hier die Staatsangehörigkeit deutsch an die Hufe nageln will, macht im Prinzip eine Fortsetzung des Nationalsozialismus. Und deswegen wird auch Frau Merkel im Ausland immer mit Schnauzbart gekennzeichnet. Und das ist eben das, was wir aufdecken wollen. Ja? Und die Gelegenheit haben wir dann morgen. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute und tschüss.